Hallo und herzlich willkommen auf Lyrella.de. In diesem Video schauen wir uns an, was alles zu einer vollständigen Funktionsuntersuchung gehört. Und der Begriff vollständige Funktionsuntersuchung ist nichts anderes wie das, was ihr vielleicht auch unter dem Begriff Kurvendiskussion kennt. Das heißt, man überprüft ganz viele verschiedene Eigenschaften einer Funktion. Jetzt haben wir beispielsweise die Funktion x hoch 3 minus 9x² plus 24x minus 16. Und nun mal schauen, was können wir alles über diese Funktion herausfinden. Das erste, was man immer tun kann, ist das sogenannte Verhalten für x gegen unendlich. Das sagen Verhalten für x gegen plus, minus und endlich. Was steckt dahinter, wenn man eine Funktion hat, beispielsweise so eine Parabel, dann weiß man, sie kommt von oben und geht nach oben. Das heißt, man kann sagen, für x gegen minus und endlich geht die Funktion nach plus und endlich und für x gegen plus und endlich geht sie auch nach plus und endlich. Anders wäre eine Funktion, die etwas so aussehen würde, die käme von minus und endlich geht nach plus und endlich. Das heißt, für x gegen minus und endlich wäre die Funktion f von x gegen minus unendlich und für plus unendlich wäre die Funktion gegen plus unendlich. Das zweite, was man überprüfen kann, ist die sogenannte Symmetrie. Welche Arten von Symmetrien gibt es? Da haben wir zum Beispiel diese Parabel, da sieht man schon, die ist symmetrisch zur y-Achse, da ist links wie rechts gleich. Es kann aber auch sein, dass die Funktion wie diese x hoch 3 Funktion hier, dass die symmetrisch zum Nullpunkt ist. Also diese beiden Symmetrien kann man überprüfen. Das dritte, was man untersuchen kann, sind die sogenannten Nullstellen. Nullstellen sind ganz wichtig, um die Funktion ganz klar darzustellen. Zum Beispiel hat diese Parabel keine Nullstellen, während diese andere Funktion gerade eine Nullstelle an der Stelle 0 hätte. Viele Funktionen haben natürlich noch mehr als eine Nullstelle. Es kann auch sein, dass die ganz, ganz viele Nullstellen haben, die wir ausrechnen müssen. Das nächste, was wir herausfinden können, sind die sogenannten Extrempunkte. Extrempunkte sind entweder Hoch- oder Tiefpunkte. Und bei diesen Beispielen hätte diese Parabel zum Beispiel hier einen Tiefpunkt. Es könnte aber auch sein, dass wir eine Funktion haben, die etwas so aussieht. Der hätte dann hier einen Hochpunkt und hier einen Tiefpunkt. Diese Extrempunkte auszurechnen, das ist eine Aufgabe der allgemeinen Funktionsuntersuchung. Das macht man meistens mit Hilfe der Ableitungen, weil ja gerade ein Hoch- oder Tiefpunkt dadurch dargestellt wird, dass er gerade Steigung 0, das heißt Ableitung 0 hat. Das nächste, was man untersuchen kann, sind die sogenannten Wendepunkte. Wendepunkte sind Punkte, wo die Funktion, wenn man sich wie eine Straße vorstellen würde, von einer Links- zu einer Rechtskurve oder umgekehrt wechseln würde. Zum Beispiel haben wir diese Funktion, diese Welle. Da haben wir am Anfang eine Rechtskurve und genau in diesem Punkt hier wechselt es von einer Rechtskurve, wenn man auf der Straße fahren würde, zu einer Linkskurve. Diese Punkte sind Wendepunkte. Die kann man herausfinden, indem man mit der zweiten oder dritten Ableitung arbeitet. Das werden wir noch sehen. Das letzte, was man tut, nachdem man alles herausgefunden hat, ist, man skizziert die Funktion. Das heißt, ich habe dann schon herausgefunden, Nullstellen, Extrempunkte, Wendepunkte. Das reicht meistens aus, um die Funktion halbwegs schön zu zeichnen. Und das heißt, das macht man dann in der Skizze. Wenn man die Funktion gezeichnet hat, ist es auch nicht mehr schwierig, den letzten Punkt, die Monotonie, rauszufinden. Monotonie heißt einfach, in welchen Abschnitten steigt und in welchen Abschnitten fällt die Funktion. Diese Welle zum Beispiel ist bis zu diesem Punkt hier oben streng monoton steigend. Dann ist sie bis zu diesem Punkt weiter streng monoton fallend und dann wieder streng monoton steigend. Das kann man meistens, wenn man Skizze hat, relativ leicht ablesen. Wir werden uns in den nächsten Videos dann eben diese einzelnen Punkte annehmen, und zwar anhand dieser Funktion. Dankeschön.